Grüß Gott. Was gibt es zu fragen? Habe ich etwas zu sagen? Was gibt es zu verstehen? Will ich was anderes sehen? Muss ich jetzt was wissen? Brauche ich etwas vermissen? Etwas zu vermissen? So viel Wissen, so viel Verstehen. Eben und gerade jetzt muss ich nichts anderes sehen. Ich muss nichts wissen, nichts verstehen. Nicht mal mich selbst muss ich erkennen. Ich brauche nichts zu benennen. Da ist kein Moment, der anders ist. Du brauchst sie nicht aufzuteilen. Besonders gut, besonders schlecht, besonders fließend, besonders fein. Und doch hält dich niemand davon auf, zu definieren, dich zu beschreiben, dich zu begrenzen. Durch das Wissen über dich selbst. Egal welches Konzept, Konzept, egal welches Konzept ich benutze, es ist nicht genug. Vielleicht dient es eine Weile. Vielleicht holt es mich hinaus aus der Eile. Irgendwo hinkommen zu müssen, irgendwas verbessern zu müssen, etwas zu heilen, etwas anderes sehen zu wollen, etwas zu sollen oder etwas nicht zu wollen. Es geschieht und es geschieht nichts. Du geschiehst. Und du geschießt nicht. Die Worte haben keine Bedeutung. Solange du nicht auf das Wissen zurückgreifst und du aus ihnen einen Sinn formulieren willst. Das hier braucht keinen Sinn, um zu sein. Die Sinnlosigkeit ist völlige Freiheit. Und küsst mich die Idee, der Besitzer zu sein von Hab und Gut, von Geschichte, Seele, Geist und Körper. So drehe ich mich im Spiel der Angst, räume mich auf und zweifle, sehne mich nach der Freiheit vor der Idee, etwas zu haben, zu sein.
dann fühlt es sich vielleicht ängstlich an, unsicher oder auch mal schön und glücklich. So wie, ach, oh, hing ich da in der Vergangenheit fest an meinem kleinen oder großen Vorstellungen von mir selbst. Ich wollte die Welt, das Universum so haben, wie ich glaubte, dass es sein sollte. Doch es waren nur Ideen, Vorstellungen. Und wenn es anders ist, dann ist es anders. Ist nicht jeder Moment anders? Und doch völlig derselbe ewige Moment, Energie, die vibriert, mal fester, mal weicher ist. Die Geschichte, jene Geschichte, diese Helden, diese unbedeutenden Gestalten, diese Wesen, die Verwesten, die Toten, die Untoten, alles Worte, nur ein Klang, nur Lärm. Nur Stille. Nur Wille, der frei ist und nirgendwo hin muss, der alles wollen kann und auch ohne die Erfüllung seiner Wünsche nicht unfrei wird. Keiner ist gebunden und das Gefühl, gebunden zu sein, hängt mit der Definition zusammen, die in der Aufmerksamkeit zur Realität zu werden scheint, die in sich selbst als vergänglich erlebt werden kann. Ob jetzt alles fließt und sich ständig verändert oder jeder Moment ewig ist, und alles schon da ist, es sind nur Konzepte, um etwas zu beschreiben, was sich letztendlich jeglicher Beschreibung entzieht. Okay, hier bin ich. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe mich entschieden dafür, mich mit als im durch den Körper und die Sinne zu erfahren. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe die Wahl, sondern eher, ich werde gelebt von dieser Energie, die sich austobt, die alles ausprobiert. So einzigartig durch jeden, diese Energie, die durch alle Augen blickt, die alle Sinne aufrechterhält, die die Wahrnehmung beschäftigt, die sich selbst beschäftigt, die wie ein Spiel mit sich selbst spielt und in diesem Spiel auch der Ernst vorkommt und die Dringlichkeit und die Bedingungen und die Not und die Angst unterzugehen in dieser Unendlichkeit, dem Streben nach Bedeutung und Sinn, dem Wunsch nach kontinuierlichem Glück und Freiheit von Leid und gleichzeitig immer wieder die Erfahrung zu leiden, etwas anderes zu wollen, nach Glück zu streben und sich gleichzeitig in dem Streben unglücklich, unzufrieden zu fühlen.
Dann wird es aufregend und spannend. Auf einmal und wieder ganz ruhig. Die Aufmerksamkeit springt und sinkt und schwingt und wandert und wandelt und tanzt und ist doch ganz still und unvoreingenommen, ohne Absicht, einfach nur gegenwärtig, auch wenn die Gegenwart nur eine Fantasie ist. Rucks, Örks, Knörks, Zönk, Bönk, Klönk, Kling, Raschel. Dann fein und verliebt und hoffnungsvoll getragen, bis hin ins Drama, alles verlieren zu können, an was ich mich halte. Und jede Nacht oder fast jede Nacht aufgeben, genug haben oder noch ein bisschen mehr wollen, dann einschlafen, sich völlig wehrlos und nackt in sich selbst hineinbegeben.